Hallo und herzlich willkommen zur Berufetour Biologielaborant. Wir dürfen heute den Beruf Biologielaborant vorstellen. Dazu sind wir live in unserem Ausbildungslabor. Wir sind das Ausbilderteam der Biologie und einige unserer Azubis. Mein Kollege Bernd Kleinbuch betreut die Technik und sorgt dafür, dass ihr zu Hause auf eurem Bildschirm alles seht. Mein Kollege Timo Weißschuh sitzt am Frage-Antwort-Tool. Dort könnt ihr eure Fragen platzieren und sie werden individuell beantwortet. Am Ende unserer Tour gibt es aber auch noch eine große Frage-Antwort-Runde, in der ihr eure Fragen platzieren könnt. Mein Name ist Anke Wenner. Ich bin 39 Jahre alt und seit 15 Jahren Ausbilderin hier in der Biologieausbildung. Ich selbst habe auch die Ausbildung zum Biologielaborant vor mehr als 20 Jahren gemacht und das auch nie bereut. Ich habe schon als Kind eine große Liebe zur Natur gehabt, bin auf dem Land aufgewachsen, habe immer eigene Haustiere gehabt, war viel im Wald und Garten unterwegs. In der Schule haben mich dann vor allen Dingen die naturwissenschaftlichen Fächer besonders interessiert, aber Bio an erster Stelle. Heute freue ich mich, dass ich meine Begeisterung für die Biologie an unsere Azubis weitergeben darf. Und die helfen mir heute auch mit und stellen sich direkt selber vor. Jana, möchtest du dich vorstellen? Hallo, ich bin Jana, bin 20 Jahre alt und zurzeit im zweiten Lehrjahr zur Biologielaborantin hier in der BSF. Ich habe mich für den Beruf Biologielaborantin entschieden, weil ich sehr großes Interesse an den Naturwissenschaften und vor allem der Biologie habe. Deshalb habe ich auch den Bio-Leistungskurs in der Oberstufe gewählt und habe durch mehrere kleine praktische Versuche gemerkt, dass mir die Arbeit im Labor sehr viel Spaß macht. Daher habe ich mich auch bewusst für eine Ausbildung und gegen ein Studium entschieden, da man im Studium hauptsächlich theoretische Inhalte vermittelt bekommt. Mir ist an der Ausbildung sehr wichtig, dass ich im Team arbeiten kann und immer Ansprechpartner habe. Das ist hier in der Biologie auch vorhanden, da wir sehr kleine Ausbildungsgruppen sind und daher herrscht auch ein sehr familiäres Verhältnis. Außerdem ist mir im Labor wichtig, dass die Sicherheit eine große Rolle spielt. Deshalb gehört zu unserer Arbeitskleidung auch der Laborkittel und auch die Schutzbrille. Wenn wir mit Gefahrstoffen arbeiten, tragen wir durchaus auch dicke Handschuhe oder auch mal einen Vollgesichtsschutz. Die BSF bietet mir eine erstklassige Ausbildung und ist ein sehr vielseitiger Arbeitgeber und ich kann in sehr vielen Bereichen Erfahrungen sammeln. Und jetzt stellt sich noch mein Kollege der Niklas vor. Niklas? Hallo, ich bin Niklas, ich bin 21 Jahre alt und ich bin im dritten Ausbildungsjahr. Wie kam ich überhaupt auf den Beruf des Biolaboranten bzw. zur Ausbildung? Also ich hatte eben schon in der Schule Biologie-Leistungskurs und Biologie war immer mein Lieblingsfach und dann war eben schnell für mich klar, ich möchte auch unbedingt später irgendwas in der Biologie machen. Zu dem Beruf des Biolaboranten kam ich zum ersten Mal, weil ich den hier mal auf einem Tag der offenen Tür gesehen habe und mir dachte, ja, das wäre bestimmt das Richtige für mich. Dann habe ich eben noch irgendwann ein freiwilliges Praktikum gemacht, das mich eben in meiner Entscheidung verstärkt hat, weswegen ich auch schlussendlich die Ausbildung im Studium beispielsweise vorgezogen habe, einfach weil ich diese Praxis, die man hier vermittelt bekommt, einfach sehr gerne hatte und mir dachte, das ist dann eben mehr das für mich. Besonders wichtig war mir eben auch, dass man hier in der Ausbildung eben in sehr viele Bereiche der Biologie Einblick bekommt, eben auch in sehr vielen Bereichen sehr viel Praxiswissen vermitteln bekommt und auch eben sehr viel Theoriewissen in diesen Bereichen. Und des Weiteren war mir noch sehr wichtig, dass es eben in dem Beruf und auch in der Ausbildung schon eben auch sehr auf Teamwork ankommt, weil ich persönlich eben auch sehr gerne im Team arbeite und ich es eben schön finde, wenn man gemeinsam an etwas arbeitet und dann eben auch gemeinsam Erfolge erzielen kann. So, ich würde das Wort dann wieder abgeben. Ja, was macht ein Biologielaborant eigentlich im beruflichen Alltag? Das möchten wir euch kurz vorstellen. Dafür haben wir einige Folien vorbereitet. Also ein Biologielaborant arbeitet mit der belebten Umwelt, also mit Pflanzen, mit Tieren, aber auch mit Mikroorganismen, zum Beispiel Bakterien oder Pilzen. Aber auch mit anderen biologischen Stoffen, zum Beispiel mit Proteinen oder mit DNA. Der Biologielaborant in der BASF arbeitet in vier großen verschiedenen Bereichen. Einer ist der Pflanzenschutz. Hier entwickelt und optimiert der Biologielaborant Pflanzenschutzmittel. In der toxikologischen Forschung testet der Biologielaborant Produkte,
bezüglich ihrer Gefahren für Mensch, Tier und auch Umwelt. Dazu sind auch Untersuchungen an Tieren notwendig, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Aber auch in der Qualitätssicherung ist der Biologielaborant eingesetzt. Hier untersucht er zum Beispiel Produkte auf mikrobielle Verunreinigungen. Ein großer Bereich ist die weiße Biotechnologie. Hier entwickelt und stellt der Biologielaborant verschiedene Produkte her, die wir später als Inhaltsstoffe zum Beispiel in Zahncreme, Kaugummi, Nahrungsergänzungsmittel oder auch im Futtermittel finden. Das Besondere hier ist, dass wir diese Produkte mit Hilfe von Mikroorganismen herstellen, also mit Pilzen und Bakterien zum Beispiel. Diese optimieren wir vorher im Labor gentechnisch, sodass sie besonders viel von den Produkten herstellen können. Dabei arbeitet der Biologielaborant immer sehr eng mit den Naturwissenschaftlern zusammen. Gemeinsam mit ihnen plant er die Versuche, führt sie dann selbstständig im Labor durch, dokumentiert die Ergebnisse und wertet die Ergebnisse dann auch wieder gemeinsam mit dem Naturwissenschaftler aus. Dabei benutzen wir moderne digitale Anwendungen und auch moderne technische Geräte. Zum Teil sind diese sogar automatisiert. Die Ausbildung zum Biologielaborant dauert 3,5 Jahre und endet dann mit einer theoretischen und einer praktischen Abschlussprüfung. Für die besten Biologielaboranten, die besten Auszubildenden, heißt es, sie können ihre Ausbildung auch schon nach 3 Jahren beenden und ihre Abschlussprüfung vorzeitig ablegen. Ausbildungsstart ist immer der 1.9. jeden Jahres. Und bewerben kann man sich immer bereits ab dem 1.5. des Vorjahres. Das heißt, unsere aktuelle Bewerbungskampagne für den Ausbildungsstart 2022 ist schon gestartet und man kann sich bewerben. Ja, welche Eigenschaften sollte man denn eigentlich mitbringen, wenn man sich für den Beruf des Biologielaboranten interessiert? Also wir suchen gute mittlere Reifeschüler mit einem großen Interesse an den Naturwissenschaften. Allem voran natürlich die Biologie, aber auch die Chemie und die Mathematik. Ihr solltet gern untersuchen, beobachten oder auch messen. Dabei heißt es auch oft, Ausdauer zu zeigen und vielleicht auch mal mit Rückschlägen umzugehen und die Ruhe zu bewahren. Denn forschen heißt, immer wieder das gleiche Experiment durchzuführen, immer wieder etwas Kleines daran zu ändern, um so zum gewünschten Erfolg und zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Dabei arbeiten wir immer ganz streng nach Zeitplan und auch besonders exakt. Aber wir können bei der Planung auch unsere eigenen Ideen einbringen. Der Biologielaborant arbeitet auch mit Tieren. Das setzt natürlich voraus, dass man auch dazu bereit ist, Tierversuche durchzuführen. Deswegen sollte man auch keine Allergien gegen Tierhaare, Pollen oder Staub haben. Uns ist ganz wichtig, dass wir verantwortungsbewusst mit den Lebewesen umgehen, aber auch verantwortungsbewusst mit den Gefahrstoffen, die wir hier im Labor haben. Das Thema Sicherheit ist bei der BASF ganz groß geschrieben. Wir bedienen viele technische Geräte, das heißt, auch da sollte man eine gewisse Affinität mitbringen. Aber wir arbeiten auch viel handwerklich. Das heißt, eine gute Fingerfertigkeit und eine gute Feinmotorik ist auch besonders wichtig für uns. Da die Ausbildung zum Biologielaborant viele Teilgebiete der Biologie beinhaltet, aber auch viele Themen der Chemie, der Mathematik, zum Teil auch der Physik, fällt natürlich auch viel Lernstoff an. Also solltet ihr auf jeden Fall auch Spaß am Lernen haben. Die Ausbildung zum Biologielaborant findet an 3 verschiedenen Lernorten statt. Das ganze Theoriewissen vermittelt in erster Linie die Berufsschule. Die Berufsschule ist hier in Ludwigshafen und unterrichtet im Blockunterricht. Das heißt, unsere Auszubildenden sind immer 2 Wochen am Stück in der Berufsschule. Hier werden sie optimal auf die theoretische Prüfung vorbereitet. Neben den wichtigen Fächern Biologie, Chemie und Mathematik werden hier auch die Grundfächer wie zum Beispiel Wirtschaft und Sozialkunde, Englisch, Deutsch und Sport unterrichtet. Der 2. Ausbildungsort ist die zentrale Ausbildung hier in der BASF auf dem Werksgelände, in unserem Ausbildungslabor. Wir bilden hier 36 Wochen innerhalb der 3,5 Jahre Ausbildung aus.
Eine Woche immer ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wir ergänzen so ein bisschen die Theorie aus der Berufsschule oder vertiefen sie. Und das Besondere ist, dass wir die Theorie auf die Praxis übertragen. Das heißt, man kann so über den Daumen gepeilt sagen, nur etwa 30-40% Theorieanteil hier bei uns. Der Rest ist dann Praxisanteil hier im Ausbildungslabor, in der Ausbildungsgruppe. Und somit können wir unsere Auszubildenden perfekt auf die praktische Prüfung vorbereiten. Diese praktischen Fertigkeiten werden am Lernortbetrieb erweitert und auch vertieft. Hier sind unsere Biologielaboranten in den verschiedenen Forschungslaboren am Standort Ludwigshafen, aber auch Limburger Hof eingesetzt. Sie werden hier von einem Betreuer vor Ort begleitet, der nimmt sie mit durch seinen täglichen Alltag, leitet sie fachkundig an und teilweise bekommen sie dort auch eigene Projekte. Aber was genau unsere Biologielaboranten während ihrer Ausbildung alles so lernen, das wollen sie euch selber erzählen. Und deswegen gebe ich ab an Diana. Ja, also zunächst einmal lernen wir das sichere Arbeiten mit chemischen Stoffen und mit den Laborgeräten. Also im ersten Lehrjahr werden wir zunächst mal in das Biologielabor eingeführt, lernen das kennen. Und dabei lernen wir auch den Umgang mit den Laborgeräten kennen, wie zum Beispiel Wagen, Zentrifugen, aber auch den Glasgeräten. Auf dem zweiten Foto von links sieht man auch eine Analysenwaage. Analysenwaagen werden genutzt, um sehr geringe Mengen an Stoffen einzuwiegen. Daher sind die Geräte auch sehr empfindlich und deswegen muss der Umgang mit diesen Geräten erstmal erlernt werden. Außerdem lernen wir auch chemisch-physikalische Analysengeräte kennen, was man zum Beispiel auf dem rechten Foto sieht. Das erste Jahr besteht somit hauptsächlich aus der Chemie. Deswegen sollte man natürlich auch ein Interesse und auch Spaß an der Chemie haben. Und außerdem lernen wir Auswerten von Versuchen und auch die Arbeit mit Excel kennen. Und das chemische Arbeiten ist auch grundlegend für den Arbeitsalltag in allen Bereichen. Überall müssen Lösungen angesetzt werden. Genau. Deswegen verbringen wir auch 3 Wochen von unserer Ausbildung im Chemielabor hier im Haus und werden auch langsam an das Arbeiten mit Gefahrstoffen herangeführt. Da werden wir auch sehr gut von unseren Ausbildern sensibilisiert. In jedem Block, wo ein neuer Gefahrstoff hinzukommt, werden wir von unseren Ausbildern zuverlässig darüber aufgeklärt. Auch ein großer Teil von der Ausbildung ist das Arbeiten mit Mikroorganismen und tierischen und pflanzlichen Zellkulturen. Das ist auch eines der ersten und einzigen biologischen Themen im ersten Lehrjahr. Wir lernen da zunächst mal, wie man sauber, hygienisch und steril arbeitet, um die Kulturen zu schützen, aber auch um uns selbst zu schützen. Wir erlernen die Grundlagen der Mikroorganismen und ihre Bedürfnisse kennen. Wir lernen, wie man steril arbeitet unter der Clean Bench. Das sieht man auf dem linken Foto. Wir lernen aber auch, wie man halbsteril arbeitet mit dem Brenner. Das sieht man auf dem rechten Foto oben. Und in der zentralen Ausbildung lernen wir dabei die Grundlagen kennen. Und im Betrieb können wir die Grundlagen dann anwenden und lernen noch spezifischere Kenntnisse kennen, sodass wir dann auch im Team mitarbeiten können und teilweise auch eigene Versuche bekommen. Die Mikrobiologie spielt hier in der BSF auch in vielen Betrieben eine zentrale Rolle. Dann erlernen wir noch, wie man Blut- und Gewebeproben untersucht. Dabei lernen wir zunächst mal, wie man mit Blut und Gewebe umgeht, denn es stammt ja von unseren Versuchstieren. Wir lernen, wie man Blutzellen auszählt, wie man Blutzellen voneinander unterscheidet und die im Blutbild erkennen kann, damit wir ein normales und ein krankhaftes Blutbild voneinander unterscheiden können. Im Betrieb werden viele Blutbestimmungen automatisch durchgeführt, aber die Grundlagen dahinter muss man trotzdem kennen und auch anwenden können. Außerdem erlernen wir, wie man Sektionen durchführt und die Organe der Versuchstiere entnimmt, damit diese untersucht werden können. Dabei werden die Organe in sehr dünne Scheibchen geschnitten, damit sie unter Mikroskop begutachtet werden. Dadurch können dann Veränderungen im Gewebe festgestellt werden. Die Organe werden dazu in Paraffin eingegossen oder werden tiefgefroren. Das sind auch Arbeiten, die heute noch im Betrieb per Hand gemacht werden. Und wie man so einen Gefrierschnitt anfertigt, dazu haben wir ein kleines Video für euch. Hier sieht man das Gerät, das ist der Kryostat.
Und da wurde jetzt gerade der Schnitt angefertigt. Der Schnitt muss dann auf den Objektträger vorsichtig aufgezogen werden. Und der Schnitt kann dann gefärbt und unter dem Mikroskop betrachtet werden. Ein weiteres zentrales Thema ist das Mikroskopieren. Wir lernen zunächst mal, wie man ein Mikroskop bedient, wie es aufgebaut ist und wie es funktioniert. Denn das Mikroskop ist eines der wichtigsten Arbeitsgeräte für uns Biologielaboranten. Auf den Bildern sieht man auch verschiedene mikroskopische Bilder. Zum einen die Darmbakterien E. coli auf dem rechten Foto oben. Das ist ein klassisches Laborbakterium, womit wir auch sehr viel arbeiten. Dann sieht man auch Blutzellen oder einen Schnitt von einem Dünndarm. Wir lernen dann auch, wie man Fotos von den Präparaten anfertigt, lernen, wie wir die richtige Belichtung und den richtigen Kontrast einstellen. Was ihr im weiteren Verlauf von der Ausbildung kennenlernt, das erzählt euch jetzt mein Kollege, der Niklas. Ja, zur Ausbildung gehört eben auch das Arbeiten mit biochemischen und molekularbiologischen Stoffen. Um jetzt erstmal ein bisschen auf das Arbeiten mit molekularbiologischen Stoffen einzugehen, das heißt eben, wir arbeiten mit dem Erbgut, der DNA. Dabei lernen wir eben zuerst mal, wie wir an die DNA kommen, sprich wie wir eben DNA aus den Zellen extrahieren. Und dann, also aus sowohl tierischen, pflanzlichen Zellen als auch aus Mikroorganismen. Dann lernen wir eben auch noch, wie man die DNA aufreinigt, eben um damit besser arbeiten zu können. Dann eben auch noch lernen wir, wie man die DNA untersucht. Als Beispiel könnte man da eine Größenbestimmung nennen mittels Gelelektrophorese. Die Gelelektrophorese, die sieht man hier auch links in der Präsentation. Da sieht man in dem einen Bild, wie quasi gerade so ein Gel mit DNA beladen wird. Und dann darunter eben, wie das fertige Ergebnis aussieht. Da kann man eben anhand dieser Banden dann erkennen, wie groß eben die DNA ist, die man da draufgegeben hat. Dann lernen wir auch noch Methoden anzuwenden, wie zum Beispiel die PCR, die Polymerase-Kettenreaktion. Also den Begriff PCR hat man vielleicht schon in Verbindung inzwischen dank Corona mit den PCR-Tests gehört. Deswegen ist es ganz cool, wenn man hier dann auch so lernt, was genau das eigentlich ist. Und diese ganzen Methoden habe ich auch zum Beispiel selbst schon damit im Betrieb sehr viel Kontakt gehabt. Und es ist dann immer ganz cool, wenn man die Sachen, die man in der Ausbildung gelernt hat, dann eben auch direkt im Betrieb umsetzen kann und eben auch lernt, wie so Methoden dann im Betrieb in irgendwelchen Projekten eingebracht werden und verwendet werden. Und ja, des Weiteren lernen wir eben auch noch, wie man Erbgut verändert, sprich wie man zum Beispiel neue Erbinformationen einfügt oder auch bestehende Erbinformationen rausschneidet beispielsweise oder eben auch blockiert. Und wir lernen dann eben auch, wie man neue Erbinformationen in Zellen wiederum einbringt, um beispielsweise dafür zu sorgen, dass die Zellen einen gewünschten Stoff optimaler produzieren. Um jetzt ein bisschen noch zur Biochemie was zu sagen. In der Biochemie arbeiten wir zum Beispiel mit Proteinen und lernen dann eben auch, wie wir eben an die Proteine kommen aus den Zellen und wie wir diese Proteine aufreinigen. So eine Aufreinigung läuft zum Beispiel über dieses große Gerät, das wir da im mittleren Bild sehen, über so eine Hektaranlage. Und auch bei zum Beispiel Proteinen können wir dann eben eine Größenbestimmung durchführen und auch andere oder auch auf andere Eigenschaften die Proteine untersuchen. Bei der Größenbestimmung beispielsweise, das wird die Methode SDS-Page verwendet. Die sehen wir hier rechts im Bild. Da sieht man eben oben wieder, wie so ein Gel beladen wird, das da eben in dieser Gelkammer steht. Und dann sehen wir unten eben das fertige Ergebnis von dem gefärbten Gel. Und da kann man eben dann auch anhand der Banden erkennen, wie groß beispielsweise die Proteine sind, die wir da draufgegeben haben. In der Biochemie untersucht man aber auch generell dann noch andere biochemische Stoffe in Zellen und Geweben, zum Beispiel Lipide oder auch Hormone. Also wie man sieht, ist auch wieder ziemlich vielseitig. So, dann lernt man natürlich auch noch etwas zum biotechnologischen Herstellen von Produkten. Dabei geht es dann darum, dass man Mikroorganismen in einem Fermenter kultiviert und heranzieht, damit diese Mikroorganismen dann eben bestimmte Produkte herstellen. Solche Produkte könnten zum Beispiel Alkohol sein oder auch Vitamine oder bestimmte Proteine. Und ja, so ein Fermenter, der dafür verwendet wird, den sieht man hier links im Bild. Das ist dieses kompliziert aussehende Gerät. Da lernt man hier in der Ausbildung natürlich auch den Umgang und was das denn alles an dem Gerät so ist. Und in dem Gerät, das ist eben kurz gesagt ein geschlossenes System, wo wir eben unsere Mikroorganismen drin haben und eben mittels des Gerätes dafür sorgen, dass da drin optimale Bedingungen für unsere Mikroorganismen herrschen. Sprich die optimale Temperatur oder der optimale pH-Wert zum Beispiel, damit sie sich eben gut vermehren und den gewünschten Stoff gut produzieren können.
Während man so einen Versuch durchführt, zieht man dann auch immer wieder Proben in bestimmten Abständen. So eine Probennahme sieht man hier im mittleren Bild ganz schön. Und dann gehört eben auch noch das Untersuchen der Proben dazu. Da kann man zum Beispiel eine Zellzahlbestimmung machen mit einem Photometer. Das ist das, was man da ganz rechts in dem Bild ganz schön sehen kann. Und man kann eben auch schon untersuchen, wie viel im Produkt in den Proben, die man gezogen hat, drin ist. Und dann kann man anhand dieser ganzen Daten und auch der Parameter, die der Fermenter aufnimmt, dann auch sich eben den ganzen Versuchsablauf quasi aufzeigen und zusammenführen. Und das ist dann immer ganz schön, wenn man am Ende so alle Daten zusammenführt und eben auch sehen kann, hat zum Beispiel der Versuch funktioniert oder nicht und was waren zum Beispiel auch die Gründe dafür. So, dann gehört auch noch das Arbeiten mit Pflanzen zur Ausbildung dazu. Da arbeiten wir mit pflanzlichen Gewebskulturen, mit Wasserlinsen, Algen oder auch mit anderen höheren Pflanzen zum Beispiel und führen da Tests von Pflanzenschutzmitteln durch und eben wie die Pflanzenschutzmittel wirken. Um das Ganze ganz schön bildlich zu sehen, sind da unten diese drei Petrischalen abgebildet mit zum Beispiel einem solchen Test. Da sind Wasserlinsen drin, zu denen verschiedene Stoffe hinzugegeben wurden. Und zum Beispiel beim rechten Bild sieht man eben, dass man da ein gewisses Symptom sieht, sodass zum Beispiel die Blätter weiß sind. Und das sind dann eben so Sachen, die man sich da auch anschauen kann. Also hat man da auch ganz schön was fürs Auge. Und beim Arbeiten mit Pflanzen lernt man eben auch noch, wie man per Hand Pflanzenschnitte von bestimmten Teilen der Pflanze anfertigt und diese dann auch färbt und unter dem Mikroskop anschaut. Da sieht man dann eben nochmal schön oder lernt eben auch, wie der mikroskopische Aufbau von Pflanzen eben ist. Und diese Schnitte lernt man dann auch zu zeichnen. Also es ist auch ganz schön, falls man vielleicht so ein bisschen so eine künstlerische Ader hat, dass man es da so ein bisschen einfließen kann. Und ja, dann würde ich das Wort jetzt wieder abgeben. Ja, wie eingangs schon erwähnt, arbeiten unsere Biologielaboranten auch mit Versuchstieren. Das ist ein sehr sensibles und auch viel diskutiertes Thema. Fest steht, Tierversuche sind gesetzlich vorgeschrieben und unterliegen aber auch strengen Regeln, die im Tierschutzgesetz festgeschrieben sind. Diese Regeln oder die Einhaltung dieser Regeln wird auch durch Behörden streng überwacht. Zum Beispiel steht im Tierschutzgesetz auch, wer genau überhaupt Tierversuche durchführen darf. Es ist nur ein kleiner Personenkreis, ganz speziell ausgebildete Fachkräfte. Unter anderem unsere Biologielaboranten. Deswegen muss man als Biologielaborant auch eine Prüfung am Tier ablegen. Wir bei BASF gehen mit diesem ganzen Thema sehr, sehr verantwortungsvoll um. Es ist uns wichtig, dass wir uns an alle Regeln des Tierschutzes halten und dafür arbeiten wir auch sehr eng mit den Behörden zusammen. Außerdem sind wir seit Jahren sehr bemüht, die Tierversuche auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Dazu forschen wir zum Beispiel an alternativen Testmethoden mit Hilfe von Zellkulturen oder auch Mikroorganismen. Nichtsdestotrotz, unsere Auszubildenden müssen am Tier bestimmte Techniken erlernen. Dazu führen wir unsere Auszubildenden direkt zu Beginn der Ausbildung sehr sensibel an das Thema ran. Das heißt, zunächst übt man erstmal ein bisschen das Handling mit den Tieren. Ziel ist es, ein Tier in einen sicheren Haltegriff zu bekommen, um dann auch die entsprechenden Untersuchungen machen zu können. Ist es geglückt und der Haltegriff sitzt sicher, lernen die Azubis, wie man Substanzen verabreicht. Und dazu lernen wir auch den Umgang mit Kanüle und Spritze. Wenn das dann auch gut sitzt, dürfen unsere Auszubildenden ihre eigenen kleinen Tierversuche planen, auch durchführen und auswerten. Wie man sieht, als Versuchstiere setzen wir hauptsächlich Mäuse und Ratten ein. In der betrieblichen Ausbildung kann man auch mit Fischen, Kaninchen oder Meerschweinchen zu tun haben, nur um hier einige zu nennen. Auf den Bildern sieht man auch, dass man beim Tierversuch eine ganz besondere Arbeitskleidung braucht. Der Kittel alleine reicht da nicht mehr aus. Wir wollen uns hier vor Allergien schützen. Deswegen tragen wir Handschuhe, wir tragen eine Kopfhaube und wir tragen eine Atemmaske. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende unserer kleinen Präsentation, um die Inhalte der Biologielaborantenausbildung etwas näher zu bringen. Leider könnt ihr heute nicht live bei uns sein und so einen kleinen Einblick in unser Labor bekommen. Deswegen möchten wir euch einladen auf einen virtuellen Rundgang durch unser Labor.
Ja, also hier sind wir im Hof von I500, das Ausbildungsgebäude der Labortechnik. Hier sitzen auch die Chemielaboranten und die Physiklaboranten. Die Räumlichkeiten der Biologie sind im ersten Obergeschoss des Neubaus und da laufen wir jetzt gemeinsam rein. Werfen einen kurzen Blick in den Unterrichtsraum und gehen gleich rüber ins kleine Labor, das ist unsere Mikrobiologie. Wir sehen allerlei Substanzen, Inkubatoren für die Mikroorganismen, Sterilisatoren. Wir sehen hier aber auch unsere Tierhaltungsschränke, wo wir unsere Tiere tierschutzgerecht halten. Und laufen rüber in unser großes Labor. Hier haben wir 16 Arbeitsplätze für unsere Azubis zur Verfügung. Und der ein oder andere erkennt vielleicht den Kryostaten. Da hat uns Diana vorhin erklärt, dass wir damit Gefrierschnitte von Gewebe anfertigen. Wir brauchen natürlich auch Equipment wie Kühlschränke, hat man eben gesehen. Hier die Waagen, allerlei Substanzen. Wir haben Mikroskope im Labor. Wir arbeiten ja auch mit Chemikalien. Das heißt, wir brauchen natürlich auch Abzüge, an denen laufen wir jetzt vorbei. Hier schützen wir uns also und können sicher mit chemischen Substanzen arbeiten. Hier sehen wir einen Fermenter. Da hat uns der Niklas ja eben ein bisschen was erzählt. Auch hier sind wir sehr gut ausgestattet. Wir haben 4 Fermenter zur Verfügung, in denen unsere Azubis im Zweierteam arbeiten können. Ja, weitere Laborausstattung sehen wir hier, Zentrifugen und vor allen Dingen unsere großen Mikroskope. An den Mikroskopen hängt immer eine Digitalkamera, sodass wir unsere Aufnahmen auch digital ablegen können. Ja, und damit führt uns unser Weg schon langsam wieder aus dem Labor. So, ich hoffe, durch den kleinen Rundgang konnte man trotzdem einen kleinen Einblick gewinnen in unser Labor und so ein bisschen ein Feeling konnte rüberkommen. Damit wären wir auch schon am Ende unserer Tour und wir würden mit der Frage-Antwort-Runde starten. Und da schalte ich einfach mal zum Timo. Timo, wie sieht es denn aus? Haben wir erste Fragen im Chat? Ja, hallo zusammen auch von mir. Ja, die erste Frage, die über den Chat reinkam, die bezieht sich auf die Ausbildungskampagne 2021 und sie lautet, kann man sich denn für das Ausbildungsjahr 2021 denn noch bewerben? Also tatsächlich ist es leider nicht mehr möglich. Für 2021 haben wir alle unsere Auszubildenden bereits an Bord. Wie ich eingangs schon erklärt habe, startet die Kampagne ja bereits immer schon am 1. Mai des Vorjahres. Da gehen die ersten Bewerbungen rein. Bei der Biologie ist die Nachfrage immer sehr groß. Wir bekommen sehr, sehr viele Bewerbungen. Wir starten dann im Herbst mit unseren Tests und Einstellungsgesprächen und sind dann in der Regel am Ende des Jahres bereits voll besetzt. Daher eine Bewerbung für 21 leider nicht mehr möglich, aber gern für 22. Gut, eine weitere Frage kam von der Franziska. Sie fragt, kann man denn auch ein Praktikum machen? Also ein Praktikum in der BASF ist grundsätzlich möglich. Leider haben wir im Moment Corona und im Moment sind, ich glaube, bis September alle Praktika leider ausgesetzt, sodass das im Moment nicht möglich ist. Eine weitere Frage, die über den Chat reinkam, war, gibt es denn ein Mindestalter für die Ausbildung zum Biologielaborant? Also wir suchen ja mittlere Reifeschüler. Das bedeutet, Mindestalter wäre dann 16. Da ist man ja in der Regel mit der mittleren Reife fertig und kann sich dann entsprechend ein Jahr vorher bewerben. Dankeschön. Eine weitere Frage von Josephine. Hat man Vorteile, wenn man ein Fachabi hat? Also natürlich, umso länger man in der Schule war, umso mehr Wissen hat man schon angehäuft. Und sicherlich fällt es einem dann leichter, hier in die Ausbildung einzusteigen. Denn wie eingangs erwähnt, ist der Lernstoff schon enorm. Und damit würde ich schon sagen, dass man etwas im Vorteil hat mit einem Fachabitur. Aber ein guter mittlere Reifeschüler kommt hier genauso gut an und auch genauso gut mit. Prima, jetzt wäre noch die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen.
Ansonsten kamen bisher keine weiteren Fragen über den Chat rein. Und wenn das so bleibt, dann darf ich hier wieder über. Ah, eben gerade kommt noch eine Frage rein. Bekommt man während der Ausbildung Unterstützung beim Lernen, wenn man mit der Menge nicht zurechtkommt? Ja, also man hat natürlich immer die Möglichkeit, sich gewisses Zusatzmaterial oder Zusatzübungen zu holen. Man kann natürlich auch mit den Ausbildern da reden und es gibt auch das BASF-Lernzentrum. Da gibt es eben auch alles Mögliche an verschiedenen Dingen, mit denen man sich da befassen kann. Und da kann man dann eben auch quasi sich gut Zeug zum Lernen holen und auch eben sich da einen schönen, ruhigen Platz zum Lernen suchen. Also man hat da schon gewisse Möglichkeiten, dass man da irgendwie das alles mit dem Lernzeug schafft. Dankeschön. Eine weitere Frage, die reinkam, bezieht sich auf die Ausbildungskampagne 2022. Wie viele Ausbildungsplätze sind denn für 2022 geplant? Oh, das ist eine gute Frage. Die Zahl steht meistens noch gar nicht so genau fest. Aber ich kann sagen, dass wir in den letzten Jahren so in der Größenordnung zwischen 6 und 10 Ausbildungsplätze angeboten haben. Und es wird in etwa die gleiche Größenordnung sein. So, ich hoffe, die Frage wurde damit beantwortet. Gibt es denn noch weitere Fragen? Jetzt besteht die Möglichkeit. So, wie es aussieht, kommen keine weiteren Fragen rein und dementsprechend schalte ich mich jetzt hier wieder ab. Tschüss und viel Vergnügen noch beim Infotag der BASF. Danke an dich, Timo. Ja, vielleicht ergeben sich für den einen oder anderen trotzdem noch Fragen. Das wäre auch gar kein Problem. Es gibt eine Mailadresse ausbildungsmarketing@basf.com. An die kann man jederzeit alle seine Fragen stellen. Die Adresse ist sicherlich auch im Internet der BASF auf den Seiten zu finden. Ja, ansonsten wären wir am Ende. Wir danken fürs Einschalten und fürs Zuhören. Wir starten gerade noch eine Umfrage und würden Sie bitten, an der Umfrage teilzunehmen, damit wir so ein kleines Feedback kriegen. Ansonsten freuen wir uns, dass ihr dabei wart und bedanken uns und freuen uns über die Bewerbungseingänge. Tschüss, ein schönes Wochenende noch. Tschüss.